Da sind wir schon wieder eine Woche vorbei. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Begrüße euch ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe unserer Webinarreihe Training für Berufstätige und Vielbeschäftigte. Jetzt kommt wieder die berühmte Frage Ton. Ich formuliere, ja, passt gut. Habe schon gestottert eben, dass ich diese zwei Zeilen jetzt hier noch irgendwie durchbringe, aber passt, funktioniert ja. Wir sind live. Kurz nach 19 Uhr, mein Name ist Markus Landau und ich arbeite bei der DZ Bank für die Neulinge, die mich nicht kennen, und übernehme die Moderation, bin hier im Derivate Sales Team und freue mich heute, ja, den Stefan Feuerstein von Trading 2.0 begrüßen zu dürfen. Er macht das heute alleine. Herzlich willkommen, Stefan. Ich erkläre gleich, was sich dahinter verbirgt. Hi, nochmal von meiner Seite, genau. Heute machen wir es ein bisschen anders, weil der Ingmar ist leider erkrankt, kann heute nicht dabei sein. Stefan hat aber einen vollen Koffer. Und kannst du da kurz nochmal sagen, du hast ein bisschen was vorbereitet und würdest dir auch wünschen, wenn es ein bisschen Resonanz gibt, sodass du den einen oder anderen Titel analysieren kannst, aber kannst du da vielleicht nochmal ein, zwei Sätze dazu sagen, oder ich habe es dir schon vorweggenommen, ja. Genau, heute machen wir es ein bisschen interaktiver. Das heißt, ich versuche auf der einen Seite natürlich eine Marktanalyse zu machen, was ist momentan interessant, wo gibt es Chancen, wo gibt es Risiken. Auf der anderen Seite, ja, wäre es natürlich interessant, wenn der eine oder andere da mal reinschreibt, was ihn interessiert, welchen Wert er sich anschauen kann oder jetzt auch vom Trading her, ob es da irgendwelche Fragen gibt, wo ich drauf eingehen kann. Also wie gesagt, so ein bisschen so eine interaktive Fragerunde und ja, ich denke, das wird schon ganz spannend werden. Ja, finde ich gut. Bisschen neuer Wind heute mal ohne Ingmar. Insofern ganz kurzes Update so zum Markt. Ihr verfolgt ja die Märkte genauso wie wir. Und wir haben natürlich diese Woche wieder Zinsentscheide. Da muss man natürlich auch wieder die Augen offen halten. Und wir haben ja natürlich die Berichtssaison, die in den USA schon läuft. Und ja, ich glaube, es wird die nächsten Wochen dann auch ein bisschen holprig, auch für die Big Techs wieder, die dann auf dem Prüfstand stehen. Wir haben es gesehen. Netflix und Tesla ja, hatten eigentlich nicht so schlechte Zahlen gebracht, aber man schaut natürlich hier auch hinter die Kulissen und ja, ist relativ schwach aufgenommen worden, die Zahlen. Wir haben die Woche ordentlich Big Techs, die wieder kommen. Also es wird holprig werden. Wir müssen einfach auch schauen, dass wir vielleicht da nicht auf der falschen Seite unterwegs sind, was natürlich nicht einfach ist. Ansonsten sind natürlich dann meistens die Ausblicke sehr entscheidend. Ja, was kommen da für Ausblicke? Die werden mit Argusaugen von den Analysten auch und von den Marktteilnehmern angeschaut. Und da trennt sich dann das Spreu vom Weizen. Und was euch heute erwartet, habe ich nochmal auf die Folie gebracht. Ihr seht ja unsere Gesichter. Springe ich einfach mal zur Agenda. Kann man sehen, oder Stefan? Ja, ne? Okay, gut. Was euch heute erwartet, zum einen haben wir das Webinar, oder Stefan hat es überschrieben, passt auch gut zum Thema Dow Jones, Gefahr durch Quartalszahlen. Ja, ich habe es eben schon angesprochen, bei den schlechten Zahlen könnte es natürlich auch, wenn es mehrere schlechte Zahlen gibt, dann auch wieder eine Kettenreaktion nach unten auslösen. Wir haben das in der Vergangenheit schon gesehen. Es braucht da nicht viel, bisschen Zündstoff, und da kann das relativ schnell nach unten rumpeln. Wir sind gut gelaufen in diesem Jahr, deswegen wahrscheinlich liegt die Wahrscheinlichkeit, dass es eher mal nach unten zuckt, ist größer als nach oben. Wobei es sieht bei vielen Werten sehr, sehr gut aus, aber da wird der Stefan dann drauf eingehen. Bin gespannt, was er da mitgebracht hat. Dann schauen wir uns natürlich auch, ja, aktuelle Trading-Anlageideen an. Der Stefan wird dann die Wunschanalyse durchführen, wird gucken, was für Werte möchte die analysiert haben, charttechnisch. Und ansonsten, ja, gucken wir einfach mal eure Fragen an in der Fragebox. Ich springe weiter. Ups, bin eins zu weit gesprungen. Ich muss meinen Kopf nach links neigen. Rechtliche Hinweise würde ich kurz ablesen, vorlesen, drüber gehen. Ja, beim Webinar richtet es, oder ja, handelt es sich um Werbung, richtet sich an Interessenten mit Wohnsitz in Deutschland, kundige Selbstentscheider, ja, die Erfahrungen im Hebelprodukten, Anlagezertifikaten mit sich bringen. Ihr seht es hier in Orange hinterlegt. Ja, was wir hier eben besprechen, sind nur Demonstrationszwecke. Wir haben jetzt hier keine Anlageempfehlungen, auch keine Beratung. Und die Risiken seht ihr im letzten Spiegelstrich, auf was ihr achten solltet. Könnt ihr aber auch nochmal gerne im Archiv nachgucken, euch die Folie anschauen. Die meisten von euch kennen diese Folie auch in- und auswendig. Ja,
Eine Folie in eigener Sache nochmal. Wir haben ja jede Woche etwas dabei, ob das jetzt Werbung für einen Podcast ist von uns oder gewisse andere Formate haben wir jetzt in 2 Wochen kann man noch abstimmen. Da geht es um den deutschen Zertifikatepreis 2023. Da ist bis Anfang ja, August die Möglichkeit abzustimmen. Der Preis wird im September, Mitte September vergeben. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr mögt, für uns abstimmt, wenn ihr mit unserem Service, Produktangebot und ja, Kundenservice, Informationsservice zufrieden seid. Jede Stimme zählt. Ich würde euch gleich nochmal in den Chat den entsprechenden Link reinposten, damit ihr sofort zur Abstimmung kommt. Gibt natürlich auch Preise zu gewinnen insgesamt beim deutschen Zertifikatepreis. Also wird uns freuen, wenn ihr für uns stimmt und der Link kommt gleich nochmal in den Chat. Danke schon mal vorab. Ansonsten sind wir wieder bei der Folie. Ich würde das Wort an dich, Stefan, übergeben. Ich glaube, ich sage es immer wieder, um die Folien besser zu sehen, machen wir einfach die Kamera aus. Am Ende versuchen wir sie nochmal anzumachen. Ich verfolge die Fragebox. Nimmst du auch ein bisschen Zeit, guckst mal rein. Da geht es schon los. Ein paar Fragen oder Wünsche sind auf jeden Fall schon eingegangen. Toi, toi, toi. Bis später. Ich melde mich dann auch nochmal bei der Produktvorstellung eines Produktes zu Wort. Und ja, euch allen viel Spaß und ja, schönes Webinar. Genau, da starten wir gleich in die Marktanalyse. Es sind ja wirklich schon sehr viele Fragen reingekommen. Ich werde die verschiedenen Indizes besprechen, die gefragt worden sind. Dann schauen wir ein bisschen auf Währungspaare, was auch im Hinblick auf die Notenbanksitzungen interessant sind, die wir in dieser Woche haben. Dann vielleicht den einen oder anderen Rohstoff noch, vor allem die Edelmetalle sind da aktuell ganz interessant. Und dann natürlich die vielen, vielen Einzelwerte, die hier schon rein gepostet worden sind. Ich glaube, da bräuchten wir eher 2 Stunden, Markus, als die 1 Stunde, die wir zur Verfügung haben. Deswegen halten wir uns ran. Beginnen wir mit dem DAX. Ja, wir haben eigentlich von der Saisonalität, die habe ich auch mal vorbereitet hier, da sieht man es genau. Wir haben von der Saisonalität bestimmte Phasen, die eignen sich zum Traden und dann gibt es bestimmte Abschnitte, die sollte man eher ja, das Traden lassen. Ganz besonders auffällig ist das letzte Quartal. Da haben wir in der Regel ein sehr starkes positives Muster. Dann haben wir ein positives Muster von Mitte März bis Ende April. Das war jetzt in diesem Jahr ein bisschen nach vorne geschoben. Da sind wir schon Anfang März nach oben gestartet. Aber auch das ist ein interessantes Muster zu handeln. Januar, Februar ist je nachdem, wie man den Betrachtungszeitraum wählt, in der Regel eher ja, uneinheitlich, unentschlossen. Das gleiche haben wir auch Mai und Juni. Im Juli gibt es in der Regel eine kleine Zwischenerholung. Das hatten wir in dem Jahr bei den US-Aktienmärkten. Der DAX hat es nicht ganz so nachvollzogen. Und dann wird es spannend. Wir haben hier einen negativen August und einen durchwachsenen September. Das unterscheidet sich auch immer von der von dem Zeitraum der Betrachtung. Wenn man es längerfristiger macht, ist der September dann etwas negativer noch. Der August und der September beide zusammen sind die mit Abstand schlechtesten Börsenmonate dann im Jahresverlauf und die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienmarkt in den Zeitraum nach unten geht, ist natürlich relativ hoch. Heißt, wir haben hier zumindest das negative Muster im August, wo sich auf der Short-Seite kurzfristig handeln lässt. Ansonsten, ja, das Thema Sell in May hat durchaus seine Berechtigung, wenn man den Sommer ausspart und dann geht man weniger Risiken ein in der doch etwas undurchsichtigen Phase. Und im Idealfall handelt man einfach das letzte Quartal dann nach oben, trendfolgend, beziehungsweise das starke Muster von März und April. Da hat man eine relativ hohe Gewinnwahrscheinlichkeit damit, weil es eben eine sehr trendstarke Phase ist. Und wenn wir uns das Ganze im DAX selbst anschauen, ich habe es ja schon erklärt, der DAX ist in dem Jahr etwas zu früh nach oben gestartet. Hier bei den US-Indizes sieht es etwas anders aus, was aber schön zu erkennen ist. Die Rallye hier ist im vergangenen Oktober gestartet und hält momentan immer noch an. Allerdings, wir haben aktuell so eine kleine, ja, so ein Abschnitt, wo etwas orientierungslos ist. Das hängt natürlich damit zusammen, wir hatten eine relativ hohe Inflation, die ist von den Notenbanken mit steigenden Zinsen bekämpft worden. Das haben wir immer noch. Es wird erwartet, dass wir seitens von der Fed am Mittwoch beziehungsweise von der EZB am Donnerstag dann ebenfalls eine weitere Zinsanhebung
Anhebung um 25 Basispunkte sehen werden und steigende Zinsen machen natürlich Anleihen interessanter als Alternative zu Aktien. Und das ist ein Punkt, was den Aktienmarkt mittlerweile etwas lähmt. Der andere Punkt ist, dass wir im Zuge der Rallye seit dem vergangenen Oktober in Deutschland beziehungsweise seit dem Jahreswechsel in Amerika doch schon ordentlich zugelegt haben. Und da jetzt natürlich möchten die Anleger sehen, ist das gerechtfertigt, dieser Anstieg? Das sehen wir aktuell bei den Quartalszahlen. Erfüllt, werden da die Erwartungen erfüllt oder ist es eher so, ja, dass man so mit Ach und Krach vielleicht hinbekommt oder dass es gar eine Enttäuschung gibt. Und das ist oftmals der Grund, wieso es dann im August nach unten geht, dass die Erwartungen zu hoch sind für das zweite Quartal und dann eher Enttäuschungen kommen und der Aktienmarkt da eben dann ein Stück weit zurückkommt. Von der technischen Seite her, ich definiere Trends ja über die Hoch- oder Tiefpunkte, heißt, wenn wir jetzt steigende Tiefpunkte haben, so wie wir das jetzt in den letzten Monaten hier hatten, haben wir im Prinzip einen Aufwärtstrend. Bei fallenden Hochpunkten haben wir dann einen Abwärtstrend. Und mit dem Rücksetzer, den wir hier zuletzt hatten, wo wir unter die 15.600 klar drunter gefallen sind, haben wir ein erstes Anzeichen dafür, dass der Trend hier nach unten kippen könnte. Wir sind noch nicht ganz so weit. Bislang war es ein Fehlsignal, ein richtiges Fehlsignal mit einer entsprechenden Umkehr der Signalrichtung wird es dann ergeben, wenn wir über die 16.4 gehen. Dann ist davon auszugehen, dass es hier ganz klar weiter nach oben gehen wird. Da sind wir noch nicht dran und wie gesagt, jetzt haben wir die Saisonalität, die negativ dann kommt ab der übernächsten Woche und da wird es dann eben spannend. Die Anzeichen nehmen hier schon ein Stück weit zu, dass wir hier kurzfristig nochmal einen Rücksetzer sehen könnten und da ist so die Region 14.800, 14.400 bis hin zu 14.000. Das wären so die Kursziele, die kurzfristig erreichbar wären. Ich betone es nochmal kurzfristig, weil, wie gesagt, das ist im Prinzip das saisonale Muster vom August, wo der Markt nach unten geht. Kann sein, dass das eben im September noch etwas ausgedehnt wird. In der Regel gibt es da allerdings dann einen Umkehrpunkt und der bietet sich dann eben an, sich mittelfristig auf der Longseite zu positionieren. Heißt, dieser Rücksetzer ist vor allem für die Anleger interessant, die kurzfristig traden, die eher eine mittelfristige Ausrichtung haben, für die ist der Rücksetzer insofern interessant, als dass wir dann auch wieder mal attraktive Einstiegskurse bekommen, wo man sich eben mittelfristig positionieren kann. Und für dieses Szenario habe ich auch ein Trading-Setup erarbeitet und da ist es eben so, wenn der DAX unter die 15.900 Punkte fällt, das sehen wir hier in der Stundenebene, zum besseren Verständnis, man sieht hier immer oben eingeblendet, in welcher Zeitebene sich der Kurs befindet. Das heißt, ich habe hier oben links die Stunde, hier unten links die Woche und hier oben rechts die Tagesebene mit dann entsprechend verschiedenen Indikatoren, um dann das eine oder andere etwas besser deutlich zu machen. Und im Stundenchart, wie gesagt, es handelt sich eben um einen sehr kurzfristigen Trade. Wenn der DAX hier unter die 16 fällt, haben wir so ein erstes Signal, dass es weiter nach unten geht. Ich mache die Signale aber nie an den Tiefs oder Hochs genau fest, sondern ich lasse da immer ein kleines bisschen Puffer zwischendrin. Heißt, wenn der DAX unter die 15.9 fallen sollte, jetzt eben nochmal, dann ist davon auszugehen, dass es weiter nach unten geht. Kursziel wäre dann zunächst hier die Region so 15.500 und dann eben im weiteren Verlauf, was ich schon erklärt habe, 14.8, 14.4 bis hin zu 14.000, was eben im August bzw. im September dann erreichbar wäre. Wenn es hier unter die 15.5 geht, dann haben wir auch eine Bestätigung dieses Verkaufssignals und dann ist davon auszugehen, dass es eben mit entsprechender Dynamik weiter nach unten geht. Das wären die Kursziele. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch irgendwo ja eine Begrenzung, eine Risikobegrenzung einbauen. Heißt, wenn ich mir den Trade betrachte, ab welchem Zeitpunkt halte ich persönlich für unwahrscheinlich, dass dieses Szenario noch erfüllt wird. Und das ist genau der Punkt, wo man dann eben den Stoppkurs platzieren sollte. Man sieht es hier in der Stundenebene sehr schön. Wir haben so bei 16.100 mit etwas, ja, ungenauen Schwankungen eine kleine Widerstandszone drin.
Wenn der DAX da drüber gehen sollte, dann löst sich dieses negative Szenario natürlich etwas auf. Deswegen würde ich eine Short-Position, eine kurzfristige Short-Position hier bei 16.300 absichern, auch da eben über diesem Niveau. Und ja, im Idealfall wäre es eben so, der DAX geht nach unten weiter und zeigt dann eben trendfolgende weitere Verkaufssignale. Da ist es so bei so einem kurzfristigen Trade, dass man natürlich dann, ja, es gibt immer kleine Tage, wo es dann Zwischenbewegungen gibt und da sollte man eben die Stoppkurse dann knapp überhalb dieser Zwischenhochs weiter nachziehen, sodass man eben trendfolgend in dem Trade mit drin bleibt, in dieser Trendbewegung drin bleibt, allerdings auf der anderen Seite das Risiko auch immer wieder in Grenzen hält. Ich betone es insofern, weil es eben ein kurzfristiger Trade ist und wir uns erst am 28. August wieder sehen werden. Und bis dahin dürfte, wenn denn alles so eintritt, wie es eben momentan aussieht, bis dahin dürfte da schon ein Großteil der Bewegung gelaufen sein. Deswegen da nochmal der Hinweis, dass eben bei so einer kurzfristigen Bewegung dann auch auf das Nachziehen der Stoppkurse geachtet werden sollte. Ich wiederhole nochmal das Trading Setup und dann übergebe ich an den Markus, der dann zeigt, wie man passende Produkte für diesen Trade raussuchen kann. Dabei habe ich ja gesagt, wenn wir unter die 15.900 Punkte fallen, der Stoppkurs die 16,3 nach oben und nach unten hin die Ziele, ja, 15,4, 15,5, beziehungsweise dann im weiteren Verlauf die 14,8, die 14,4 und die 14.000 Punkte Marke. Soweit von meiner Seite das DAX-Szenario und jetzt übergebe ich an den Markus. Ja, nahtloser Übergang. Ich habe schon mal was vorbereitet. Ihr müsstet jetzt den Bildschirm sehen. Ich habe heute mal die Auswahl nicht über Stock 3 Desktop gewählt, sondern über unsere Internetseite dzbank-derivate.de. Und ihr habt hier oben die Möglichkeit, Produkte auszuwählen. Dann kommt ihr gleich in den Produktfinder hier auf der linken Seite. Und dann seht ihr eigentlich, was ich da schon ausgewählt habe. Zum einen DAX. Hebelprodukt, dann kann man die Produktart auswählen. Hier am Ende habe ich Endlos Turbo einfach mal eingegeben. Short. Und dann könnt ihr letztendlich hier auch die Barriere eingeben, den Hebel eingeben, alles Mögliche und das Produkt eben oder das entsprechende Produkt filtern mit 5 Schritten sozusagen. Und dann kriegt ihr relativ viele Produkte ja ausgespuckt. Ne? Und momentan sind wir in dem Fall, den der Stefan angesprochen hat, ja noch nicht da. Müsste der DAX nochmal ein bisschen korrigieren. Dann würde das Produkt dann live gehen bei 15.900, glaube ich, hattest du gesagt, Stefan. Und ja, ich habe jetzt einfach mal, ihr könnt ja dann auch filtern. Hier seht ihr am Ende, um euch das mal exemplarisch zu zeigen, hier ist jetzt ein Produkt mit Knockout-Barriere 16.200. Ja, es geht dann absteigend nach oben. Also ihr könnt natürlich auch ein bisschen mehr Luft lassen in der Regel. Ja, und je mehr Luft ihr lasst, desto teurer werden dann auch die Scheine. Also wenn ihr dann weiter nach oben geht hier, sollte das Produkt dann auch einfach teurer werden. Und ihr habt dann auch alle Informationen im Produkt drin. Ne? Also wenn ich jetzt beispielsweise hier mal auf das Produkt hier klicke, dann, ja gut, hier gibt es jetzt keinen Briefkurs, gute Wahl, ich gehe nochmal zurück. Sollte eigentlich, ja gut, die sind natürlich, hier geht es dann los, sind relativ nah dran. Würde sich ja dann ändern. Also ich klicke jetzt einfach mal auf den Schein hier. Dann seht ihr Geldbrief. Ihr seht dann auch entsprechend den Hebel. Ihr seht ja, wie hoch der Hebel auch hier ist, weil wir einfach noch nicht da sind. Aber ist ein größerer Zock dann einfach auch. Und dann habt ihr die ganzen Produktparameter hier auch schon fast eine Überschrift drin. DAX, ja, hier letztendlich die Knockout-Schwelle. Endlos Turbo Short und eine Grafik und auch ein paar mehr Produktdetails und auch Anpassung der Barriere täglich. Also des Basispreises hier in dem Fall und gewisse Kennzahlen und hier unten auch ja, Dokumente, wichtige Dokumente, die ihr gerne auch euch anschauen könnt. Aber hier sind die ganzen Produktdetails und wie gesagt, der Filterprozess ist einfach. Ich zeige es einfach nochmal ganz kurz auf Produkte, dann geht ihr auf Endlos Turbos und dann füllt ihr hier auf der linken Seite, füllt ihr dann aus und dann seid ihr auch schon beim Produkt. Wie gesagt, speichert es euch ab, wenn ihr Lust auf den Trade habt, wenn er euch überzeugt. Dann habt im Hinterkopf die 15,9 für den Einstieg und dann entsprechenden Levels nach unten und der Ausstieg hier beim Stefan bei 16,3. Da muss natürlich die Knockout-Schwelle nicht genau liegen, sondern gerne auch noch ein bisschen mehr Luft zum Atmen lassen nach oben. Ja, das war es eigentlich schon, wieder im Schnelldurchgang.
Ich poste jetzt, das habe ich gerade vergessen, ich poste jetzt den Link mal hier von der Produktseite und auch nochmal den Link zum deutschen Zertifikatepreis gleich in die Box. Stefan, du könntest dann weitermachen. Jawohl, ich habe mir schon die Bildschirmübertragungsrechte gesichert, wie das so schön heißt. Vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Traden selbst. Da kam noch eine Frage. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die gerade noch finden, weil so viele, was da gefragt worden ist. Aber prinzipiell einfach mal zur Auswahl von Produkten beziehungsweise ja, wie man eben vorgehen kann dabei. Das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, optisch günstige Produkte auszuwählen, wo man dann vielleicht mehr Risiken drin hat, denn ich versuche das Risiko auf mein Gesamtportfolio umzurechnen. Heißt, wenn man beispielsweise ein Depot hätte von 10.000 € und würde pro Trade 2% riskieren, heißt, ich habe 200 €, was ich in dem Trade in den Sand setzen kann. Und dann ist es egal, ob ich jetzt ein Produkt nehme, wo jetzt der Preis bei 2 € oder bei 20 € ist. Im Gegenteil, der teure ist oftmals noch interessanter, weil die Gefahr eben nicht da ist, dass ich so schnell Knockout bekomme, beziehungsweise ich habe oftmals auch einen engeren Spread dann bei diesen Produkten. Und das Risiko ist dann gleich, ob ich jetzt einen mit hohem Hebel oder mit niedrigem Hebel wähle. Denn das Risiko ist ja von mir vorher definiert. Und das ist eben für mich die überhaupt wichtigste Größe, weil wenn ich mein Risiko nicht managen kann, wenn ich nicht kalkulieren kann, wie viel dass ich riskiere, dann wird es schwierig, da langfristig Gewinne zu machen. Im Gegenteil ist es so, also das ist für mich die wichtigste Kenngröße, die ich zuerst festlege, was riskiere ich, und dann schaue ich erstmal, wo könnte es denn hingehen. Und da wird es natürlich so sein, dass der eine oder andere Trade dann eben ja auch nicht klappt. Aber im Endeffekt ist es so, ich versuche die Verluste damit überschaubar zu halten und die Gewinne dann eben laufen zu lassen. Und das, was vor allem Anfänger falsch machen, die nehmen Gewinne relativ schnell mit und Verluste lassen sie relativ schnell lang laufen. Und das führt dazu, dass dann auch mal Positionen mal über 50, 60, 70% ins Minus laufen. Und da wird es dann richtig, richtig schwer, sich davon wieder zu erholen. Deswegen so ein kleiner Einwand jetzt zum Thema Trading. Risiko ist eigentlich die wichtigste Kenngröße. Möchte man langfristig mit dem Traden der Vermögen aufbauen? Und da gilt es dann eben darauf zu achten. Zum Thema Stoppkurs habe ich schon erwähnt. Ich versuche die Trends zu definieren. Und da ist es eben so, steigende Tiefpunkte sind ein Aufwärtstrend, sieht man hier im DAX sehr schön. Da hatten wir jetzt hier Mai, Juni, da diverse Tiefpunkte. Die sind zuletzt jetzt unterschritten worden. Das heißt, da haben wir ein erstes Anzeichen für eine Trendwende drin. Und wenn wir da jetzt nochmal nach unten drunter laufen, dann sieht es eben nach einer dynamischen Korrektur aus, die sich dann entsprechend kurzfristig auch handeln lässt. Da ist es eben wichtig, meine Long-Position ist im Prinzip mit der Bewegung von letzter Woche da schon rausgeflogen. Das heißt, ich bin da nicht mehr auf der Long-Seite aktiv, und jetzt wird es eben spannend, wenn wir dieses Niveau nochmal unterschreiben, und dann ist eben, ja, sind die Zeiten für eine kurzfristige Short-Position dann vorhanden. Gehen wir weiter zu den US-Indizes. Da habe ich ja schon erklärt, die haben sich ein bisschen unterschieden in den letzten Monaten von der Entwicklung, was wir im DAX sehen. Man sieht es hier sehr schön. Der Juli ist hier nach oben gerichtet. Da haben wir da beim Dow Jones wie auch beim S&P, sieht man hier sehr schön, wie auch beim Nasdaq eine positive Tendenz drin. Da hat sich wirklich die Saisonalität hier erfüllt. Beim DAX war es ja eher ein ausgeglichenes Ergebnis. Bislang kann ja noch im Laufe der Woche dann nochmal nach oben gehen, sodass wir dann auch im DAX ein positives Ergebnis sehen. Ja, beim Nasdaq, wenn wir hier gerade eingeblendet haben, man sieht, er ist sehr deutlich nach oben geklettert seit dem Jahreswechsel. Wir hatten im Prinzip ja schon die Trendwende hier im Spätjahr, im Oktober drin, ist dann auch nach oben gegangen. Dann gab es aber nochmal einen deutlichen Rücksetzer. Und so richtig gestartet ist die Rallye an den US-Märkten zum Jahreswechsel. Und da sind wir natürlich ein Stück weit schon gelaufen jetzt. Das ist schon ein gewisses Maß an Übertreibung drin. Man sieht es hier, wir haben eine negative Divergenz in der Tagesebene beim Nasdaq. Heißt, wir haben steigende Hochpunkte
im Index selbst in Verbindung mit fallenden Hochpunkten im Indikator, der hier auch auf der Tagesebene berechnet ist. Das Ganze nennt sich dann eben negative Divergenz und ist für mich immer ein Anzeichen dafür, dass ich mir den Kurs nochmal genauer anschaue, denn hier zeichnet sich eine Trendwende ab und dann schaue ich, wie kann ich die eben charttechnisch nochmal definieren, wo dann eben entsprechende Tiefpunkte unterschritten werden. Das ist hier ein bisschen schwierig, weil der Trend relativ geradlinig nach oben gelaufen ist, aber man sieht, wir hatten hier so kleine Tiefs zuletzt. Das heißt, wenn ich mir in die Stundenebene reinschaue, haben wir bei 14.950 beziehungsweise ja, hier, wenn wir dann vielleicht auf 14.600 gehen, das sind so kleine Tiefpunkte drin, die eben weiteren Aufschluss drüber geben könnten, ob hier eine Trendwende ansteht. Das heißt, wenn der Nasdaq da drunter fällt und dann ist davon auszugehen, dass wir hier eben eine saisonale Korrektur sehen werden. Ja, die 14.000 könnte da sicherlich erreicht werden. Ich halte mal das Maximalziel hier bei rund 13.200 fest. Das wäre natürlich dann schon ein etwas üppigerer Rücksetzer. Liegt aber unter anderem dann auch mit dem Hintergrund zusammen, warum der Nasdaq so stark performt hat. Da gehe ich auch gleich auf den einen oder anderen Einzelwert noch ein, der gefragt worden ist. Thema künstliche Intelligenz. Zunächst aber nochmal zum allgemeinen Aktienmarkt beziehungsweise zum breiteren Aktienmarkt dann beim S&P 500. Der Dow Jones ist hier nach oben geklettert auf ein neues Jahreshoch. Das sind wir aktuell bei rund 35.500 an so einer Widerstandszone dran. Da wird spannend, wird die nach oben durchbrochen. Schaffen wir vielleicht nochmal die 36, die 36,5 jetzt in den nächsten Tagen. Ansonsten, wenn der Kurs daran scheitert und dann eben auch weitere Signale offenbart, dass hier eben eine Korrektur kommen könnte, dann ist eben dann auch abzusehen, dass es im August beziehungsweise August, September dann vielleicht nochmal etwas zurückkommen. Der S&P hier etwas schöner als der Dow Jones. Auch da haben wir ähnlich wie im Nasdaq diese negative Divergenz, steigende Hochpunkte in der Tagesebene in Verbindung mit gleichbleibenden Hochpunkten im MACD auf der täglichen Basis. Der S&P ist durchaus weit gelaufen, allerdings nicht ganz so überhitzt, wie es eben beim Nasdaq zu erkennen ist. Den schauen wir uns dann gerade zuletzt nochmal an. Und da sieht man, wenn wir uns mal hier die Wochenebene anschauen, wir hatten hier übrigens im vergangenen Jahr eine positive Divergenz, fallende Tiefpunkte im Nasdaq-Index selbst in Verbindung mit steigenden Tiefpunkten im MACD, aber in dem Fall eben auf der Wochenebene berechnet. Auch das ist ein Signal, da könnte es nach oben gehen und tatsächlich ist der Trend ja dann zum Jahreswechsel durchgestartet und aktuell durchaus überhitzt. Da laufen wir etwas zusammen und da könnte es dann in Kürze auch ein Verkaufssignal geben, was eben darauf hindeutet. Die Gefahr ist einfach da in den nächsten 4, 6, 8 Wochen, dass wir da eben einen Rücksetzer sehen könnten. Von den Kurszielen, weil es gerade gefragt wird, ja, der Nasdaq hier irgendwo im Bereich 13.800, 14.000, das wäre so ein Ziel, was sicherlich erreicht werden könnte, wenn wir diese saisonale Korrektur sehen. Beim Dow Jones ist auch nochmal nach dem Ziel gefragt worden. Wir haben hier klar erkennbar diese ehemalige Widerstandslinie 34.700, die sich jetzt als Unterstützung erweisen dürfte, heißt, wenn der Kurs da drunter kommt und diese Region bestätigt und danach nach oben läuft, dann kann diese Region als sehr, sehr, sehr aussagekräftig betrachtet werden. Wenn es allerdings drunter geht, dann haben wir ein ganz klares Trendwendesignal und dann wäre das Ziel hier irgendwo die Region 32,9 bis 33.000, was eben kurzfristig erreichbar wäre. Soweit zu den Aktienmärkten. Der MDAX ist noch gefragt worden, den nehmen wir noch mit rein. Da haben wir eine Seitwärtsphase. Hier ist so ein kleiner Ausbruchsversuch, der ist allerdings mehr oder weniger misslungen bislang. Ich würde dem auch noch nicht so viel Gewicht beimessen, wenn es eben saisonal schwächer wird und die Aktienmärkte an sich da nach unten tendieren, dann gehe ich mal davon aus, dass sich der MDAX dann nicht davon entziehen kann. Das heißt, dass wir auch da
wieder in den unteren Bereich dieser Seitwärtsphase der letzten Monate zurückfallen. Und dann muss man natürlich schauen, wie sieht es dann zu welcher Zeit natürlich auch da aus, wenn wir da irgendwo schon im September sind und die Bewegung relativ dynamisch verlaufen ist, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass diese Region hier bei knapp über 26,6 hier irgendwo, dass die halten wird, soweit allgemein. Dann zu guter Letzt vielleicht nochmal, ja, ein bisschen etwas exotischer, wenn man so möchte, der japanische Aktienindex ist steil gestartet hier in den letzten Monaten. Aktuell haben wir so eine Konsolidierung mit drin. Man sieht es in der Wochenebene etwas schöner. Wir haben diese sehr breite Seitwärtsphase nach oben mit hoher Dynamik verlassen. Aktuell eine ganz normale Konsolidierung. Aber interessant wird es, wenn wir uns das ganz, ganz lange Chartbild anschauen. Da sieht man, dass der japanische Aktienindex Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre hier schon mal bei fast 40.000 Punkten war. Und seitdem hat er dieses Niveau nie mehr wieder erreicht. Und damals waren, das waren so meine Anfänge, als ich angefangen habe mit dem Traden, da waren japanische Optionsscheine ganz, ganz interessant. Und da hat man da sehr viel aus heutiger Sicht vielleicht gezockt. Da habe ich meine ersten Erfahrungen damit gewinnen gekonnt, wie es eben ist, wenn ein Markt sehr trendstark nach oben läuft, beziehungsweise im Anschluss natürlich dann auch korrigiert. Insofern habe ich von beiden Bewegungen dann etwas lernen dürfen oder müssen. Und ich persönlich halte Nikkei aktuell für sehr interessant. Wenn die kleine Konsolidierung, die wir hier haben, dann abgeschlossen ist, gehe ich schon davon aus, dass wir dieses Allzeithoch von Ende der 90er bei knapp 140.000 Punkten nochmal in Angriff nehmen werden. Also lohnt sich vielleicht, den Index da ein bisschen auf der Beobachtungsliste zu behalten. Dann kommen wir zu diversen Rohstoffen, habe ich ja angekündigt. Der Ölpreis aktuell ganz interessant. Da geht's nach oben. Wir haben eine schöne Trendwende. Wir hatten hier bei Brent so bei 78 Dollar eine Widerstandszone. Da sind wir drüber gegangen. Dann diese klassische Pullback-Reaktion, fast wie im Lehrbuch, wo diese ehemalige Widerstandszone dann als Unterstützung bestätigt worden ist, und seitdem geht es hier weiter nach oben. Nächstes Kursziel, da wären wir hier irgendwo bei 88 ungefähr, wo der Kurs dann kurzfristig hingehen könnte. Da allerdings dieser mittelfristige Abwärtstrend mittlerweile klar überwunden ist, gehe ich davon aus, wenn wir hier ranlaufen, kleine Konsolidierung, dann könnte es im Anschluss durchaus weiter nach oben gehen. Fundamentale Hintergründe hierfür gibt es natürlich auch. Auf der einen Seite ist den OPEC Plus Staaten das aktuelle Kursniveau natürlich zu niedrig. Deswegen gab es da zuletzt auch Begrenzungen der Fördermengen, die beschlossen worden sind. Auf der anderen Seite, den Kurs zunächst nach unten gedrückt hat, da waren wir hier irgendwo Mai, Juni, war die Hoffnung, dass Einschränkungen gegenüber dem Iran, die Sanktionen etwas gelockert werden und der Iran da auch etwas mehr Erdöl exportieren darf. Das, wenn man sich das aktuelle Geschehen im Iran anschaut, dass beispielsweise ein Internetshop zugemacht worden ist wegen Kopftuchverbot, was es da alles gibt eben. Das sind dann eher Anzeichen dafür, dass vielleicht die Sanktionen doch nicht ganz so schnell gelockert werden. Heißt, wenn da keine Menge mehr in den Markt strömt bei gleicher Nachfrage, sondern die eben eher begrenzt bleibt, und das spricht dann eben eher für einen weiter steigenden Ölpreis. Also insofern habe ich hier eine Überlagerung von Fundamental und Technik. Sieht aktuell ganz gut aus. Wie gesagt, Kursziel wäre hier 88, 89 in dem weiteren Verlauf dann, dass wir hier irgendwo tatsächlich nochmal an die 100 Dollar ranlaufen könnten. Dann von den Edelmetallen, ich fange mal von mal etwas anders an, Palladium. Da haben wir haben Platin, Silber und Gold schon eine gewisse Korrelation. Bei Palladium sieht es etwas anders aus. Der Palladiumpreis hat in den letzten Monaten sehr, sehr stark korrigiert nach unten. Mag natürlich irgendwo damit zusammenhängen, dass wir mehr Elektroautos beziehungsweise weniger Verbrenner haben und haben werden. Das heißt auch, Palladium ist ja
klassisches Edelmetall, das in Katalysatoren verwendet wird. Das heißt, von der Seite schwindet die Nachfrage etwas, was sicherlich ein Grund war, warum es hier nach unten gegangen ist. Aktuell sind wir am unteren Rand des langfristigen Aufwärtstrendkanals. Da haben wir ja auf aktuellem Niveau etwa 1300, 1200. Da ist so eine Unterstützungszone drin und da die letzte Bewegung hier relativ dynamisch war, kann ich mir schon vorstellen, dass wir hier eine Gegenbewegung kommen. Allerdings, da gehe ich mal davon aus, dass spätestens bei 1600 da der Deckel wieder drauf ist und dann wäre auch diese etwas, diese Überhitzung nach unten dann wieder etwas abgebaut. Wir haben hier auf der Wochenebene so eine kleine positive Divergenz drin, die spricht dafür, dass es kurzfristig eine Erholung geben könnte. Allerdings, ob es da wirklich dann auch einen Trendwechsel dann dazu gibt, wage ich momentan noch zu bezweifeln. Dürfte eher eine technische Gegenreaktion in einem bislang intakten Abwärtstrend sein. Beim Platinpreis, der hat sich etwas anders entwickelt. Da hatten wir die Region um 900 zuletzt erneut als Unterstützung bestätigt. Dann gab es eben auch hier diese technische Gegenreaktion als Reaktion auf den Einbruch, den wir vorher gesehen haben, aktuell die Konsolidierung. Und wenn die nach oben verlassen wird, heißt, wenn wir hier über die 990 klettern, dann haben wir Potenzial bis zunächst 1030 beziehungsweise hier 1120 US-Dollar, was kurzfristig eben erreichbar wäre. Das sieht soweit ganz interessant aus. Auf jeden Fall sollte die Region hier 900 nicht mehr unterschritten werden, denn sonst würde sich, da gehen wir in die Wochenebene rein, weiteres Korrekturpotenzial ergeben und da sind wir dann relativ schnell schon im Bereich um 800 US-Dollar. Dann kommen wir zum Goldpreis. Ja, da gibt es verschiedene Gründe, die den Preis natürlich treiben oder drücken. Gold hat natürlich irgendwo die Eigenschaft als sicherer Hafen, als wertbeständige Anlage, hat natürlich auf der anderen Seite keine Dividenden und keine Zinsen, die abgeworfen werden. Heißt, Gold ist besonders gefragt, wenn es irgendwo Krisen gibt, auf der Welt und wenn die eben ja, rückläufig sind, wenn die weniger werden und dann kommt da natürlich auch eher mal ein bisschen Verkaufsdruck rein, beziehungsweise die Nachfrage lässt entsprechend nach. Wir haben von der Krisen, vom Krisenszenario hatten wir ja nach der Pandemie die Inflation, die sehr steil angesprungen ist, das lässt sich natürlich dann auch im Goldpreis erkennen, der hier natürlich entsprechend nach oben gegangen ist. Und mit den steigenden Zinsen der Notenbanken ist natürlich die Inflation bekämpft worden. Die ist rückläufig und ich gehe mal davon aus, dass die Fed morgen und die EZB übermorgen dann falsch, am Mittwoch und am Donnerstag, Entschuldigung, die Zinsen weiteres Mal um 25 Basispunkte anheben werden. Man wird natürlich darauf hinweisen, dass man die Inflation auch weiterhin sehr, sehr stark bekämpfen wird. Allerdings rechne ich damit, dass wir dann nach dieser erneuten Zinsanhebung in den nächsten Tagen dann erstmal eine kleine Zinspause sehen werden, denn die Maßnahmen der Notenbanken, die haben ja so eine Verzögerung zwischen einem halben Dreivierteljahr bis hin zu anderthalb Jahren. Das heißt, das, was die letzten Monate gemacht worden ist von den Notenbanken, das wird sich erst in den kommenden Monaten so richtig auswirken. Die Inflation geht ja jetzt schon nach unten und die dürfte dann auch in den kommenden Monaten weiter nach unten gehen, ohne dass die Notenbanken da jetzt noch groß an der Zinsschraube drehen müssen. Da denke ich, wird man erstmal etwas mehr abwarten und schauen, wie entwickeln sich die Dinge, bevor man da ein weiteres Mal eingreift. Also von der Inflation her, dieses negative Szenario ist eigentlich weg, was den Kurs in den letzten Monaten getrieben hat. Und auch, ja, Krieg in der Ukraine war eher ein kurzfristiges Szenario, was den Kurs nach oben getrieben hat. Insgesamt mangelt es momentan etwas an den Krisensituationen, wo Gold als sicherer Hafen gefragt wäre. Heißt, ich gehe mal davon aus, dass wir beim Goldpreis hier irgendwo ja, zwischen 2100 auf der Oberseite und rund ja, 1000 890, 1880 auf der Unterseite pendeln werden. Da gehe ich davon aus, dass sich der Kurs der erstmal weiterentwickelt und erst wenn dann das nächste Krisenszenario kommen sollte, kommt es hier zu einem neuen
Kaufschub beziehungsweise wenn da weiterhin nichts zu erkennen ist, dann würde es mich nicht überraschen, wenn der Goldpreis hier eben diese Bewegung dann nach und nach auch wieder korrigiert. Heißt, da haben wir vielleicht dann bis zum Jahresende irgendwo die Region um 1800, was da wieder getestet werden könnte. Und zu guter Letzt nehmen wir noch den Euro im Vergleich zum US-Dollar. Da die beiden Notenbanken voraussichtlich den Zins um weitere 25 Basispunkte anheben werden, ergibt sich da von der Signallage eigentlich eine Pattsituation. Das Geld strömt ja bekanntlich dahin, wo es am meisten Rendite gibt. Aktuell ist es so, dass der Zins in Amerika etwas höher ist als der in Europa. Heißt, das Geld würde eigentlich von Europa in den Dollar strömen. Das erklärt zumindest hier diese kleine Bewegung nach unten im Euro, die wir in dieser Woche sehen. Insgesamt gehe ich allerdings davon aus, dass das Potenzial für weiter steigende Zinsen eher in Europa zu sehen ist als in Amerika. Die haben ja die Amerikaner schon etwas eher damit angefangen mit der Zinswende und haben deswegen auch ein etwas höheres Niveau vom aktuellen Zinsniveau. Bei der EZB hat man vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf, was dann tendenziell eher den Euro begünstigen könnte. Was allerdings auf der anderen Seite natürlich die europäische Wirtschaft nicht so gern sieht. Die Produkte verteuern sich, was sich entsprechend dämpfend auf die Wirtschaftsleistung auswirkt. Das sind natürlich auch Hintergründe, die die Notenbanken ein bisschen berücksichtigen müssen. Aber wie gesagt, so auf Sicht der nächsten 1, 2, 3 Monate rechne ich eher damit, dass der Euro dann noch etwas weiter anzieht. Kurzfristig, man sieht es hier, wenn man hier so einen kleinen Trendkanal ziehen möchte, da kann schon sein, dass wir hier nochmal nach unten kommen, vielleicht nochmal hier die Richtung 108, 107 antesten werden. Und dann muss ich eben zeigen, wenn wir da drunter fallen, dann wäre dieser Aufwärtstrend erstmal dahin. Wenn diese Region 108, 107 hält und die nächste Erholung dann wieder nach oben zeigt, dann ist davon auszugehen, dass zumindest das bisherige Jahreshoch hier erreicht wird, beziehungsweise ich persönlich gehe sogar davon aus, dass wir die 115 in den nächsten Monaten sogar noch mal erreichen können. Soweit zu dem Euro im Verhältnis zum US-Dollar. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, was alles Palladium-Derivat. Im Prinzip, der Markus hat es ja schon gezeigt, wie man die Derivate, die Produkte auf den DAX rausfiltern kann. Vielleicht, Markus, kannst du noch mal einen ganz kurzen Link reinposten, wie man auch auf die Produkte zu Palladium kommt, da kam eine Mache ich. Frage mit rein. Und dann gehe ich gleich mal weiter zu den diversen einzelnen Aktien, die gefragt worden sind. Die sind ja momentan unter besonderem Einfluss der Quartalszahlen. Da war es beispielsweise so, SAP hat ja Zahlen gemeldet zum Wochenauftakt. Da ging es deutlich nach unten. Und muss ich gerade gucken, zum Wochenauftakt, habe mich verguckt. Am vergangenen Donnerstag waren die Zahlen, genau, da ging es nach unten, lag daran, eigentlich ist der Gewinn gesteigert worden, das war soweit positiv zu vermerken. Allerdings hat man sich im Cloud-Geschäft mehr versprochen. Da ist es so, dass die Kunden etwas zurückhaltend sind, etwas, ja, wenn man so möchte, orientierungslos. Man ist da im Lizenzgeschäft etwas stärker als im Cloud-Business und da hatten die Anleger viel mehr damit gerechnet, dass da eben die Zahlen gut sind. Das hat zu der Enttäuschung geführt, sodass die Aktie hier etwas deutlicher zurückgekommen ist. Dieser deutliche Rückgang liegt darin, dass eben die Erwartungen höher waren aufgrund des Anstiegs, was wir gesehen haben in den letzten Monaten. Das als kleiner Hintergrund, wenn ich gleich auf den einen oder anderen US-Wert zu sprechen komme, da sind nämlich die Erwartungen auch entsprechend hoch. Und wenn die nur erfüllt werden, dann ist das eigentlich schon ein kleines Verkaufssignal, beziehungsweise wenn sie verfehlt werden, dann umso mehr. Meine SAP bleibt spannend. Wir haben so bei 119, 120 so eine Unterstützungszone drin. Die hat bislang gehalten. Erst wenn die klar unterschritten wird, dann haben wir ein Trendwendesignal und dann ist davon auszugehen, dass es weiter nach unten geht, sodass wir dann so nach und nach uns der, ja, 100-Euro-Marke wieder nähern könnten. Gelingt es allerdings der Aktie, sich darüber zu etablieren und nach einer kleinen Konsolidierung vielleicht sogar wieder nach oben anzuziehen,
dann wäre diese Region weiterhin als sehr, sehr massive Unterstützung zu werten. Und wenn sich der Kurs davon dann nach oben entfernt, dann lichtet sich natürlich das Szenario etwas. Und dann läge das nächste Kursziel dann zunächst hier am letzten Zwischenhoch bei 130. Das hatten wir hier auch im Jahr 2021. Da ist der Kurs auch sehr schön daran gescheitert. Wenn es denn über die 130 geht, dann haben wir ein trendfolgendes Kaufsignal und dann ist davon auszugehen, dass es weiter nach oben geht und dann rückt eben das bisherige Allzeithoch von 2020 wieder ins Visier und da sind wir irgendwo bei knapp über 140 Euro. Also da, das ist schon spannend. Da kann ich mir vorstellen, dass es so die nächsten 1, 2 Wochen da ein entsprechendes Signal geben wird bei der SAP, wo dann eben Rückschluss draus gewonnen werden kann, wo es denn kurzfristig weiter hingeht. Dann haben wir die Automobiltitel, einer nach dem anderen. Ich fange mal bei der BMW an. Die hat sich gut geschlagen in den letzten Monaten. Allerdings die Dynamik, man sieht es hier auch am Kurs, es ging hier nach oben und jetzt hat es hier zuletzt etwas an Dynamik eingebüßt. Heißt, die Bewegung befindet sich schon irgendwo in so einer Art temporärer Schlussphase. Man sieht es hier im Monatschart. Wir sind auch nur noch ganz knapp vor dem bisherigen Allzeithoch. Knapp ist relativ, wenn wir uns das hier anschauen, machen wir uns den Monatschart mal etwas größer, dann sieht man, wir waren hier bei 123, etwa 124. Das ist so die Region, wo der nächste Widerstand drin wäre bei der BMW. Allerdings, man sieht es hier unten anhand der Bewegung. Auf der langfristigen Ebene sind wir schon relativ weit vorgedrungen. Wenn ich das vergleiche mit der Vergangenheit, als ähnliche Kursniveaus erreicht worden sind, dann gab es im Anschluss hier eine korrigierende Bewegung. Das heißt, auch in diesem Fall ist es nicht ganz unwahrscheinlich, dass es da ein Stück weit zurückkommt. Vor allem, weil eben diese Bewegung schon fortgeschritten ist. In der Wochenebene haben wir eine negative Divergenz drin, gleichbleibende Hochpunkte im MACD auf der wöchentlichen Ebene berechnet in Verbindung mit dem Wochenchart. Auch das ein Anzeichen dafür, da könnte es in Kürze nach unten gehen. Spannend wird es, was die Zahlen angeht. Die werden am 8. August veröffentlicht und wenn da eben diese nicht übertroffen werden, ich habe es vorhin schon erwähnt, das alleinige Erreichen der Erwartungen dürfte nicht mehr ausreichen, um den Kurs stabil zu halten, sondern das dürfte schon als Enttäuschung wahrgenommen werden. Die Anleger möchten nach den Kurssteigerungen der letzten Monate positiv überrascht werden und da wird es natürlich dann schwierig, das Ganze zu erreichen. Deswegen, da könnte dann ein negativer Impuls von den Zahlen ausgehen. Dann haben wir eine Mercedes, beziehungsweise machen wir mit einer Daimler Truck erstmal weiter. Da sind wir aktuell an einem sehr markanten Widerstand, der ist immer wieder getestet worden, aktuell sehr intensiv und da sollte der Kurs schon relativ rasch drüber gehen. Sonst nimmt die Gefahr zu, dass eben der Kurs da dran, ja, wenn er zu lang drin den Widerstand testet, dann kommen irgendwann die Verkäufe rein, um zu schauen, wie sieht es denn nach unten aus, wo sind die nächsten Unterstützungen. Da haben wir hier eine in der Region 31,50 etwa. Wenn es dann darunter geht, dann haben wir Korrekturpotenzial bis hin zu 28 Euro. Nach oben hin, wie gesagt, wenn es über die 33 geht, das sollte allerdings dann schon ein sehr signifikanter Ausbruch erfolgen, also nicht nur so ein kleines bisschen nach oben, da ist die Gefahr relativ groß, dass wir dann eine Bullenfalle sehen, ein False Breakout, einen fehlerhaften Ausbruch, heißt, der Kurs geht erst drüber und danach im Anschluss wieder nach unten. Das Ganze wäre dann als klares Verkaufssignal zu werten, also ein fehlerhafter Ausbruch, ein False Breakout ist immer ein Signal in die andere Richtung, heißt, der Kurs müsste eben über den Widerstand gehen und danach wieder zurückfallen, haben wir hier beispielsweise gehabt im März. Kurs ging drüber und danach ganz klar nach unten und dann hat sich eben eine weitere Abwärtsphase angeschlossen. Gab es im DAX auch in den letzten Jahren immer mal wieder neues Allzeithoch. Im Anschluss ging es nach unten. Wer sich für diese Signale interessiert, vielleicht da noch ganz kurz der Hintergrund. Diese False Breakouts sind vielleicht dem einen oder anderen als Turtle Soup Trades bekannt. Die Turtles waren ja in den 70er und 80er eine sehr bekannt berüchtigte
Menge von Anlegern, die sehr erfolgreich waren. Die hatten Breakout-Strategien gehandelt damals. War ein großes Geheimnis, wie eben diese erfolgreiche Strategie ist. Und dann hatte einer nach dem anderen irgendwo halt mal ein bisschen was durchklingen lassen, wie diese Turtle-Strategie funktioniert. Das ist übrigens in dem Spielfilm Die Glücksritter mit Eddie Murphy und Dan Aykroyd, der ist schon etwas älter. Da ist dieser Hintergrund mitverarbeitet worden mit diesen Turtle-Tradern. Und nachdem die Strategie nach und nach bekannter geworden ist, hat sie natürlich nicht mehr so funktioniert. Und dann gab es irgendwann sogar die Umkehr der Signale, da hat sich dann einige erfolgreiche Trader da dran gesetzt und hatten zu den Turtles, zu den Schildkröten dann die Schildkrötensuppe gemacht, die Turtle-Soup-Strategie. Und das waren eben fehlerhafte Ausbrüche. Heißt, wenn irgendwo ein Ausbruch erfolgt ist und der Kurs ist dann im Anschluss wieder zurückgefallen unter dieses Hoch, dann war es eben ein, ja, False Breakout, ein Turtle-Soup-Signal und die ziehen dann immer noch sehr häufig dann sehr trendstarke Bewegungen nach sich. Soweit zum Hintergrund, was False Breakouts sind und wieso sie so gekommen sind, wie sie jetzt sind. Dann haben wir eine Mercedes, auch noch ganz interessant. Da haben wir bei 76, man sieht es hier, hat sich der Kurs zuletzt im Juni die Zähne ausgebissen, ging nach unten. Dann haben wir, wenn wir hier genau drauf schauen, bei 80, ja, oder knapp unter 80 Euro, einen sehr, sehr, sehr markanten Widerstandsbereich. Und wir haben, ja, leicht steigende Hochpunkte in Verbindung mit fallenden Hochpunkten auf der Wochenebene beim MACD, negative Divergenz. Da ist es so, wenn diese Region um 67, ich persönlich würde sogar warten, bis wir hier unter die 64 fallen, wenn die unterschritten wird, dann haben wir hier so eine Art Doppelhoch drin und dann ist davon auszugehen, dass es weiter nach unten geht und dann könnte in den kommenden Wochen dann sogar die Region um 50 Euro erreicht werden, ist natürlich eine Hausnummer vom aktuellen Kursniveau. Das ist aber eben das, was die Charttechnik hier vorgibt, wo es eben hingehen könnte, wenn es eben zu einer korrigierenden Bewegung kommt. Und dann haben wir noch eine Porsche AG, nicht zu verwechseln mit der Porsche Holding. Die sieht etwas anders aus. Die Porsche AG, die Sportwagen baut, da haben wir eine Seitwärtsphase auf der Oberseite hier. Widerstand drin in der Region, ja, 116 etwa. Auf der unteren Seite sind wir so bei 108 in etwa, 107, 108. Und solange der Kurs in dieser Bewegung verweilt, ja, ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Tragischer wird es, wenn wir hier nach unten unter die 107 fallen. Dann sind die nächsten Kursziele hier bei 102 beziehungsweise bis hin hier bis zu knapp 90 Euro, wo der Kurs hinfallen könnte. Denn dann hätten wir ja eine Trendwende von der Bewegung, die wir seit Jahresanfang gesehen haben, beziehungsweise eigentlich schon seit dem vergangenen Oktober. Soweit zu Porsche. Dann ja ganz, ganz oft gefragt eine Microsoft und da komme ich jetzt auch zu dem Thema künstliche Intelligenz. Da haben wir sie. Microsoft wird morgen nach Börsenschluss ihre Zahlen bekannt geben. Die Aktie ist ja vor allem durch die Beteiligung mit ChatGPT, was bei der Microsoft-Suchmaschine Bing mittlerweile integriert ist und was ja durchaus beachtliche Ergebnisse geliefert hat, diese Chat künstliche Intelligenz. Und da hat Microsoft die Konkurrenz durchaus auf die Plätze verwiesen, denn die ja, Mitbewerber in dem Bereich sind noch nicht so weit, was ihre eigene KI angeht. Und das war jetzt ein Grund, wieso es eben so Stein nach oben gegangen ist bei der Microsoft. Jetzt haben wir auf der einen Seite natürlich die Zurückhaltung vor den Quartalszahlen. Werden diese erreicht, werden diese übertroffen morgen? Da ist es ganz normal, dass der Kurs ein kleines bisschen zurückkommt. Allerdings auf der anderen Seite hat der Rückgang auch damit zu tun, dass Apple angekündigt hat, dass man, was heißt angekündigt? Das ist ein Gerücht, also es ist nicht offiziell angekündigt, aber die Apple-Mitarbeiter testen wohl intern schon die eigene KI und das ist ein Anzeichen dafür, dass vielleicht in Kürze Apple dann auch ja, Fortschritte bei der eigenen KI verkünden wird, was dann natürlich das Bild bei Microsoft vielleicht ein bisschen trüben könnte, denn da haben wir dann wirklich einen ernstzunehmenden Mitbewerber im
beim Thema künstliche Intelligenz. Also da wird es spannend werden. Wie gesagt, morgen die Zahlen, wenn sie kommen, kann sein, dass wir hier eine kleine Abschwächung reinbekommen. Die sollte nicht unter die 320 gehen, denn sonst haben wir wirklich einen Trendwechsel drin. Dann wäre dieser Trend, den wir seit Jahresanfang sehen, gebrochen und dann sind wir in einem Korrekturmodus drin und da sind wir dann relativ schnell bei rund 290 US-Dollar, was erreicht werden könnte. Sollte die Aktie allerdings das Unternehmen morgen positiv überraschen, Kurs geht auf ein neues Allzeithoch, dann wäre der Trend hier, dieser Trendkanal, dieser Aufwärtstrend weiterhin intakt. Nächstes Ziel wäre dann zunächst natürlich so die 370 etwa. Und das bisherige Allzeithoch und dann im weiteren Verlauf natürlich die 400-Dollar-Marke. Jetzt haben wir es allerdings so, was ich vorhin eingangs schon erklärt habe, wir haben ein negatives, sehr starkes, negatives saisonales Muster im August. Heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Aktienmärkte im August runterkommen, ist im Vergleich zu anderen Monaten deutlich erhöht. Wir haben sehr viel Vorschusslorbeeren bei Titeln, die mit dem Thema künstliche Intelligenz in Verbindung gebracht werden. Und da wird es eben spannend, werden die hohen Erwartungen erfüllt oder eben nicht. Und da ist die Gefahr natürlich schon irgendwo auf der Unterseite, heißt die Erwartungen, die hochgesteckten werden vielleicht nicht ganz erfüllt und damit ergibt sich eben entsprechendes Korrekturpotenzial. Das sollte man wissen, wenn man sich eben aktuell die Kurse betrachtet. Es macht aus meiner Sicht keinen Sinn mehr, in so einen weit fortgeschrittenen Trend jetzt noch prozyklisch zu investieren. Auf der anderen Seite haben wir auch noch keine Verkaufssignale drin. Die könnten dann natürlich kommen, wenn die Quartalszahlen die Erwartungen nicht erfüllen. Und dann ist davon auszugehen, dass es kurzfristig nach unten geht. Aber auch da August, September, dann könnte es im September möglicherweise dann schon wieder ein schönes Niveau geben, wo man einsteigen kann. Da verweise ich auf das Zitat von André Costolani, der vor vielen Jahren mal die Aktien oder die Kurse von einer Aktie mit dem fairen Wert verglichen hat, mit einem Hundehalter und seinem Hund. Der Hund läuft beim Spazierengehen gerne mal etwas voraus oder auch mal hinterher. Der Hund ist in dem Fall der Aktienkurs und der Herr ist die faire Bewertung des Aktienkurses. Heißt, wenn man das jetzt auf eine Microsoft übertragen und die würde jetzt wirklich hier die Zahlen verfehlen und klar nach unten gehen, dann wäre es nicht überraschend, wenn es da auch eine Übertreibung nach unten gibt. Das lässt sich natürlich dann am einen oder anderen Indikator erkennen. Und wenn das dann der Fall wäre, dann ergibt sich da natürlich wieder ein schönes Niveau zum günstigen Einstieg. Wenn alle die Aktien nicht mehr haben wollen, dann ist immer der beste Zeitpunkt einzusteigen. Da sind wir jetzt natürlich ein ganzes Stück davon entfernt, aber nur mal so ungefähr, wie die nächsten Wochen und Monate dann laufen könnten. Wenn wir beim Thema KI sind, ja, ganz, ganz weit vorne ist immer eine Nvidia, eigentlich eine Grafikkartenproduzent, hat aber sehr leistungsstarke Prozessoren drin, die von den Gamern gerne verwendet werden, die Grafikkarten, aber auch zum Schürfen von Kryptowährungen, von Bitcoins. Und Nvidia hat im Laufe der Jahre auch noch andere Standbeine geschaffen, unter anderem auch autonomes Fahren und ist natürlich auch beim Thema künstliche Intelligenz sehr präsent, denn künstliche Intelligenz lebt ja quasi davon, dass eine Unmenge von Daten verarbeitet werden, um eben daraus zu lernen, um da gewisse Muster zu erkennen und diese Verarbeitung dieser großen Datenmengen, da ist natürlich Nvidia immer wieder gefragt gewesen. Allerdings, man sieht es hier, die Aktie ist sehr, sehr steil nach oben gelaufen. Wir hatten hier vor einem Jahr etwa waren wir bei 100 Dollar, jetzt sind wir ja 450 Dollar etwa. Das sieht man, wie stark der Titel nach oben geschossen ist. Der Wochenebene lässt sich es noch etwas besser erkennen. Wir sind hier ganz klein in der Übertreibung drin. Wir haben noch kein Verkaufssignal. Wir haben hier so ein kleines Warnsignal, eine negative Divergenz in der Tagesebene, was ja darauf hindeutet, da könnte vielleicht ein Rücksetzer kommen von der Charttechnik her. Ein Trendwendesignal hätten wir frühestens mit einem Unterschreiten von 400 Dollar. Da wäre das letzte Zwischentief drin. Man sitzt hier in der Stundenebene und dann wäre eben mit
mit weiterem Abwärtspotenzial zu rechnen. Aber auch da eben, das ist eher kurzfristig, ich gehe davon aus, wenn es nach unten geht, gibt es vielleicht auch eine übertriebene Bewegung nach unten. Und die bietet dann auch wieder Gelegenheit, eben eine Long-Position aufzubauen. Dann haben wir noch eine Meta, auch hier steile Aufwärtstrend nach oben. Das hatte zunächst den Hintergrund, dass eine Meta frühzeitig mit Kosteneinsparungen angefangen hat, was sich dann bereits im vergangenen Jahr ausgezahlt hat. Die Aktie ist wesentlich früher nach oben gestartet, als das der eine oder andere Wert getan hat in den USA, die ja meistens erst ab dem Jahreswechsel durchgestartet sind. Allerdings, die Aktie ist jetzt, ja, das sieht man hier ganz, 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 ganz deutlich an der raschen Bewegung nach oben, mehr als nur ein bisschen überhitzt. Man sieht es hier auch auf der beim MACD auf der wöchentlichen Ebene berechnet. Da ist die Gefahr relativ groß, dass wir eine Korrektur sehen werden. Die könnte wahrscheinlich kurz und heftig ausfallen und dann werden wahrscheinlich hier und da schon die ersten Anleger parat stehen, die sagen, okay, Rücksetzer, da gehe ich rein, ich will hier günstig nochmal reinkommen. Und da sehe ich so bei 260 schon die ersten Käufe, die ersten Anleger, die hier das Ganze als Schnäppchen betrachten. Soweit zu den diversen Einzelaktien. Markus, ich habe es vorhin schon gesagt, eigentlich hätten wir 2 Stunden gebraucht, um alles zu analysieren, was gefragt worden ist. Ich hoffe, es war trotzdem für alle was dabei, ein bisschen ein breiterer Überblick zwischen deutschen und US-Werten, auch was jetzt morgen die Zahlen angeht, beziehungsweise die Zahlen, die dann weiter folgen werden. Die Quartalszahlensaison nimmt ja erst so richtig Fahrt auf. Wir haben in Deutschland dann vor allem dann im August dann viele, auch DAX-Titel, die dann ihre Zahlen melden und da ist dann eben auch mit entsprechenden Schwankungen in den nächsten Wochen zu rechnen. Und wie gesagt, vielleicht kommt dann auch diese saisonale Abschwächung mit rein, die dann aber auch wieder im September Gelegenheit bieten sollte, um da eben auch fundamental günstig wieder reinzukommen. Soweit von meiner Seite, Markus. Ich bin soweit erstmal durch. Ich übergebe dir jetzt am Ende dann nochmal das Wort. Und Danke dir. ja, ich wünsch allen viel Erfolg an den Börsen, auch wenn es jetzt ein bisschen schwankt in den nächsten paar Wochen. Und würde mich dann freuen, wenn wir uns dann am, jetzt muss ich gerade gucken, am August, ne? 28. August, wenn wir uns da wiedersehen, da ist der Ingmar dann auch wieder mit da. Ja, super, danke Stefan. Ich habe das Bild schon mal eingeschaltet, das Schlussbild. Wenn du magst, kannst du auch noch mal einschalten. Ja, da kommst du. Ich glaube, es ist am Ende eine sehr runde Sache wieder gewesen. Heute hat Ingmar Part hat heute gefehlt, aber du hast wirklich viel geredet. Ich glaube, du hast dir ein Glas Wasser oder auch zwei jetzt verdient. Danke für die Analysen. Wie gesagt, nicht jede Analyse geht auf, nicht jeder Trade geht auf, das wissen wir auch. Am Ende geht es um Wahrscheinlichkeiten und um, ja, Know-how, was ihr vermittelt, weil es am Ende ja sehr schwer ist, das auch während des Berufsalltags alles abzudecken. Ich habe schon mal, meine Folie sieht man, ne? Die Abschlussfolie, ne? Müsste man sehen. Ja, genau. Also vielen, vielen Dank für die Analyse. Wir hätten 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden gebraucht. Du hättest es auch geschafft, aber ich wollte es nicht überspannen, den Bogen. Insofern ganz kurz hier, was euch nächste Woche erwartet. Da ist bei uns der Franz-Georg Wenner zu Gast mit dem Thema The Big Picture. Ihr kennt das. Falco Block wird die Moderation übernehmen nächste Woche. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen als danke dir, danke euch fürs Einschalten, danke auch fürs Abstimmen. Ich habe zwischenzeitlich das ein oder andere Go bekommen dafür, dass für uns abgestimmt wurde. Also hat sich gelohnt. Dankeschön. Euch einen schönen Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Ende August in knapp einem Monat. Dann sind wir wieder wahrscheinlich zu dritt schlagkräftig unterwegs und euch allen schönen Abend. Hier ist es sehr wechselhaft heute gewesen. Die Sonne scheint gerade, also vielleicht noch ein paar restliche Sonnenstrahlen wie soll ich sagen, einheimsen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss, Stefan. Ciao.